Hallo, ihr lieben Frauen, habt ihr am Sonntag, den 22. April, schon etwas vor? Daniela und ich haben was vor, nämlich euch einzuladen ins Lichtpunktzentrum zu einem Frauentag. Ja, genau. Und zwar haben wir uns was Besonderes überlegt, weil ja die neue Weiblichkeit in aller Munde ist. Wollen wir euch inspirieren, nicht nur mit der Freundschaft, die Ingrid und ich teilen, sondern auch einfach mit dem, was wir sozusagen mitgebracht haben für diesen Auftrag, dass wir eben diese neue Weiblichkeit zu den Frauen bringen wollen. Das heißt, wir eröffnen an diesem Tag ein ganz spezielles Energiefeld für alle Teilnehmerinnen, die dabei sein wollen. Und wie Daniela schon gesagt hat, es geht um die Zusammenkunft von Frauen, aber wir werden auch ein ganz eigenes Feld aufbauen, in dem Frauen für sich selber was mitnehmen können, wo sie tief eintauchen können, wo auch Heilungsprozesse passieren dürfen. Und mein Teil wird sein, dass ich auch die Frauen mit der spirituellen Ebene verbinde. Das heißt, ich werde Live-Channelings machen. Was machst du, Daniela? Ja, also ich bin nicht unspirituell, ne? Aber ich bin ja die bekannt dafür ist, die Dinge ganz praktisch in den Alltag, diese Brücke zu bauen. Und so werde ich mitbringen, wirklich Rituale, auch Anregungen, wie kann ich das im Alltag wirklich ins Leben einbauen. Und wie tue ich es denn dann? Nicht nur darauf hin, schöne Worte zu sprechen, sondern wie gelingt uns das wirklich ins Leben zu integrieren? Ja. Ganz genau. Und so freuen wir uns schon, wenn du am 22. April ab 10 Uhr zu uns ins Lichtpunktzentrum kommst, noch am Stetten. Und es wird sicher ein ganz toller Tag mit sehr hohen Energien, mit sehr tiefgreifenden Übungen, Meditationen, einfach beisammen sein, zusammenkommen und tief in unsere Weiblichkeit eintauchen. Genau, diese Inspiration, so diesen tiefen Spirit als Frau, den wir alle in uns tragen und viele einfach noch schlummert haben, dass der an diesem Tag wach geküsst wird. Ganz genau. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Tschüssi. Ciao. Ciao.